An eurer Seite, Inquisitor. Ich bin bereit, Harkons Fänge anzugreifen. Gut. Sie werden für ihre Taten den Blutpreis bezahlen. Euer Skalde und eure Späherin sind hier. Wir können den Angriff planen. Oh, mir gefällt, wie Skalde klingt. Es ist deutlich dramatischer als Professor. Aber gut. Alles, was wir über Inquisitor Ameridan herausgefunden haben, legt nahe, dass er diese Tevinter-Festung nicht wieder verlassen hat. Wenn euer Inquisitor Harkon dort bezwungen hat, ist es auch der Ort, an dem Harkons Fänge das Ritual durchführen müssen, um ihn zu befreien. Inquisitor Ameridan hat die Flachlande vor einer Invasion der Avar gerettet. Wir müssen es ihm gleich tun. Es macht euch wirklich nichts aus, dass wir euren Gott töten? Götter können nur wiedergeboren werden, wenn sie vorher sterben. Und Harkon braucht eine gute Wiedergeburt. Wenn ihr es sagt? Nun, da die Eismauer geschmolzen ist, ist die Festung angreifbar. Wir müssen rasch zuschlagen, bevor sich unsere Feinde wieder erholen. Sie versuchen es bereits. Ein Großteil unserer Truppen verteidigt den Schrein gegen Harkoniten, die die Mauer wiederherstellen wollen. Die Festung ist so gebaut, dass nahezu jeder Angreifer zurückgeschlagen werden kann. Sie einzunehmen, wird uns zahlreiche Leben kosten. Warum? Ich bin kein Krieger, aber da Lady Hardings Truppen den Schrein verteidigen und wir keine Möglichkeiten haben, die Mauern zu durchbrechen. Flachländer, warum klettern wir nicht über die Mauern? Eure Krieger könnten diese Mauern überwinden, bevor die Harkoniten Gelegenheit haben, sie aufzuhalten? Das hier ist kein Krieg, Steintochter. Es ist ein Überfall. Wir schlagen bei Nacht zu, nur leicht gerüstet. Wir klettern über die Mauer und öffnen das Tor von innen. Wir stünden tief in eurer Schuld, wenn uns der Steinbärenstamm die Tore öffnen könnte. Harkons Fänge sind seit Monaten wie Wanzen in meiner Schlafstadt, Inquisitor. Wir stehen in eurer Schuld. Die Truppen der Inquisition werden beim Schrein Schwäche vortäuschen. Das wird einige der Harkoniten von der Festung weglocken. Nicht zu viele, hoffe ich. Ja, lasst uns auch noch welche übrig. Na dann, Inquisitor. Hask und ich werden rüberklettern. Und keine Sorge, wenn Parf abrutscht, bin ich da, um ihn aufzufangen. Da bin ich mir sicher. Du wirst schließlich hinter mir sein. Achtung! Die Wache! Ich kümmere mich drum. Da, die Flachländer! Tötet den Inquisitor! Tod seinem Stamm! Zum Ruhme Harkons! Und wir haben einen Bär! Hurra!
Freunde ist Verlass. Keine Spur von dem Drachen. Er muss dort drin sein. Euch vor den Zaubern vor. Wir können es uns nicht leisten, langsamer zu werden. Das ist nicht natürlich. Falls ihr keine Lust habt zu erfrieren, sollten wir uns beeilen. Hier ist es nicht ganz so kalt. Zum Glück. Ich könnte das besser. Klingt, als hätten sie schon mit dem Ritual begonnen. Wir sollten uns besser beeilen. Harofsen beschwört Harkon in sich selbst herauf. Ist der verrückt? Jung und er ist schwach. Kehrt
Da ist dieser Hakon-Drache. Zumindest rührt er sich noch nicht. Verlacht die Macht des Bergevaters. Korf ist jung und er ist schwach. Kleines Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr auf den Sonnenthron wollt, Cassandra. Ich nehme an, euch wäre ein Mann auf dem Thron lieber. Nun ja, ihr kommt einem Mann ja recht nahe. Euch wird das Lachen schon noch vergehen, wenn es soweit ist. Ihr könnt darüber doch nicht ernsthaft nachdenken. Ist euch klar, dass ihr euch dadurch zur Zielscheibe machen würdet? Darüber will ich mir im Moment keine Gedanken machen. Thank you.
Kampf sterbt, Inquisitor. Euer Vorgänger war mir nicht gewachsen und auch ihr werdet fallen. Ich bin die reißende Kälte des Winters. Achtung, er erstickt die Feuer. Die Kälte nimmt in der Nähe der Kreatur noch zu. Inquisitor. Inquisitor? Wie geht es daran? Hat er den Gesang bereits in die gesamte Welt getragen? Inquisitor Emeridan, ihr seid im Jahre 120 des göttlichen Zeitalters verschwunden. Etwa zu der Zeit, als das Abkommen von Nevarra unterzeichnet wurde. Ihr sagt das, als wäre es. Wie lange? Ihr wart der letzte Inquisitor. Es gab keinen anderen mehr, seit ihr vor 800 Jahren verschwunden seid. Drakon war mein ältester Freund. Er hätte jemanden entsandt, um nach mir zu suchen. Ich fürchte, dafür war Drakon ein wenig zu sehr mit der dunklen Brut beschäftigt, die aus Anderfels geströmt kam. Ich verstehe. Tellana entkam der Schlacht. Hat sie... Gibt es Aufzeichnungen darüber, was aus ihr geworden ist? Sie kehrte auf die Insel zurück. Soweit wir wissen, starb sie bei dem Versuch, euch durch Träume zu erreichen. Ich hatte sie gebeten, es nicht zu tun. Sie war eine gute Jägerin und die Liebe meines Lebens. Aber sie war nie... Ich wollte diesen Posten nie. Die Jagd auf Dämonen war um so vieles einfacher als die Politik. Inquisitor Emeridan, wie kann es sein, dass der Anführer der Suche ein Magier war? Hat die Geschichte denn so viel vergessen? Anders als die meisten Inquisitoren war ich selbst kein Sucher. Ich nutzte meine magischen Fähigkeiten, um Dämonen und Maleficar zu jagen. Heißen die Sucher die Hilfe von Magiern, denn nicht länger willkommen? Nein, diese Tatsache geriet in Vergessenheit. Wie so vieles andere auch. Cassandra ist eine Sucherin. Und nachdem die Sucher abtrünnig wurden, hat sie die Wahrheit über sie herausgefunden. Wir wissen, dass sie das Ritual der Besänftigung erschufen. Ihr meint die Trennung vom Nichts? Die Sucher tun es für einen kurzen Augenblick, wenn sie einem Anwärter seine Fähigkeiten verleihen. Es wurde zu einer Möglichkeit, Magier zu kontrollieren, die als gefährlich erachtet werden. Sie werden zu Besänftigten gemacht, dauerhaft. Jemanden zu töten ist keine angenehme Aufgabe. Man lernt zunächst nach Alternativen zu suchen. Jemanden vom Nichts zu trennen hingegen ist einfach unblutig. Ich sagte Ihnen, dass die Ausweitung einer derartigen Lösung zu Missbrauch führen würde. Sie versprachen, das würde niemals geschehen. Sie schworen es. Es tut mir so leid. Cassandra wird die Sucher wieder aufbauen und sie zu einem Orden machen, auf den man erneut stolz sein kann. Mit der Hilfe der Inquisition. Dann schulde ich euch beiden meinen Dank. Ich war ein guter Jäger. Ich wollte nie irgendeine Organisation anführen. Aber Drakon sagte, ich würde gebraucht. So wie vermutlich auch ihr gebraucht wurdet. Es war nicht meine Wahl, Inquisitor zu werden. Wie auch immer mein Leben zuvor ausgesehen haben mag. Genießt jegliche Augenblicke des Glücks, die sich euch bieten. Alles andere wird euch die Welt nehmen. Der Drache trägt den Geist eines Gottes der Avar in sich. Ich war nicht stark genug, um ihn zu töten. Meine Magie war jedoch in der Lage, uns alle zu binden und in der Zeit einzusperren. Doch als die Kultisten diesen Geist in ein anderes Gefäß versetzten, wurden meine Bindungszauber gestört. Er ist im Begriff, sich zu befreien.
Es wäre mir eine Ehre, zu Ende zu bringen, was ihr begonnen habt. Ich danke euch. Der Lauf der Zeit kann verzögert werden, aber man kann ihm nicht entgehen. Ich werde schon bald an Andrastes Seite mit Delana vereint sein. Nehmt dies. Es enthält die letzten wenigen Erinnerungen eines alten Jägers, der weder so klug noch so stark war, wie er dachte. Kämpft tapfer, Inquisitor. Ich fühle mich geehrt, euch begegnet zu sein. Aufhalten. Er trägt noch immer Hakons Geist in sich. Wir haben einen Plan. Harry und Corinna werden die Afar fortlocken, damit Delana und ich uns um den Drachen kümmern können. Mein Geistgefährte ist davon überzeugt, dass wir den Drachen zumindest einsperren können, falls es uns nicht gelingt, ihn zu töten. Die Frage ist allerdings, ob ich es tun kann, ohne mich dabei auch selbst einzusperren. Aber mir bleibt wohl kaum eine Wahl. Diese Bestie wird Orlé in Schutt und Asche kriegen, wenn wir sie nicht aufhalten. Das ist eine verdammt gute Geschichte. Zu schade nur, dass sie bis heute niemand gehört hat. Und Andraste, der Braut des Erbauers. Ihr wurdet aus der Sterblichkeit zu unseren Schöpfern und Erbauern erhoben. Erhebt nun mich, damit ich diese Welt beschützen kann. Inquisitor Emeridan, der mitgeholfen hatte, die Inquisition in die Kirche einzugliedern, hat einen Schrein für den Erbauer und die Elfengötter errichtet? Der Glaube ist schon etwas Komisches. Ein elfischer Inquisitor hatte mit Sicherheit keinen leichten Weg zu gehen. Die sie ausprobieren will. Ähnlich wie Pech oder Teer, nur stärker. Die Rezeptur stammt direkt aus Orsama. Sie diskutieren, sie streiten und sie verspotten einander ohne Unterlass. Und ich wäre ohne sie verloren. Na, woran erinnert uns das? Eine Zwergin, die anderen auf die Nerven geht? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das klingt, als hätte mir diese Orinna gefallen. Es war
Orlais zerstören. In ihren Augen ist Drakon nicht besser als Tevinter. Doch wenn wir nicht an der Seite der Menschen gegen die dunkle Brut kämpfen, könnten wir alles verlieren, was wir erreicht haben. Ich werde diesen Avar-Drachen für euch bekämpfen, Drakon. Und dann werden wir die dunkle Brut gemeinsam zurückschlagen. Aber er starb hier. Und die Elfen unternahmen nichts, als sich die zweite Verderbnis in Orlais ausbreitete. So begannen die Feindseligkeiten, die letztlich zur Vernichtung der Daels führten. Indirekt haben Hakons Fänger also die Daels vernichtet. Wie Telana muss anfällig für Dämonen gewesen sein. Dieser Geist Hakons hat ihr zweifelsohne gewaltige Qualen bereitet. Ich schätze, es war nicht qualvoller, als jeden, den sie geliebt hat, sterben zu sehen.
ist meiner würdig! Ansehen, wie er einen Drachen erschlagt. Ich muss sagen, es war aufregend, es mal aus der Nähe zu sehen. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Es war mir ein Vergnügen. Inquisitor Emeridan wäre stolz darauf, dass ihr zu Ende gebracht habt, was er begonnen hat. Es ist schon komisch. Die Geschichte hat so vieles von ihm vergessen. Niemand wusste, dass er mit seinem Tod alle gerettet hat. Fühlt ihr euch auch manchmal so? Es gibt Dinge, die die Leute nicht verstehen würden. Dinge, von denen niemand außer der Inquisition jemals wissen wird. Versteht mich nicht falsch. Einige dieser Geheimnisse sind notwendig. Es ist nur, jedes Mal, wenn ihr für jemanden mehr als nur eine Person seid, seid ihr für ihn gleichzeitig auch weniger als eine Person. Die Leute sehen nicht, dass es ein normaler, sterblicher Mann war, der die Avar bekämpft und diesen Drachen getötet hat. Und sie wissen definitiv nichts von eurer merkwürdigen Fixiertheit auf Elfenwurzeln. Meine Gefühle für Elfenwurzeln sind streng geheim, Speerenharding. Ich werde euer Geheimnis mit auf den Scheiterhaufen nehmen. Und nebenbei bemerkt, gute Arbeit, Trevelyan. Naja, wie auch immer. Ich bin im Lager, falls ihr hier noch irgendetwas zu Ende bringen wollt. Ansonsten sehen wir uns in der Himmelsfeste. Was
für eine Schlacht. Wir sollten sie in Liedern besingen. Keine Sorge. Fulda Headstock lässt den Tod eines Gottes schon nicht unerwähnt. Inquisitor, ihr habt mehr für uns getan als die meisten Angehörigen des Steinbärenstamms. Es ist nicht richtig, dass ein Gast derart viel tut. Der Stamm hat gesprochen und ihr seid kein Gast. Ihr seid einer der unseren. Überdies habt ihr euch durch eure Taten einen Legendennamen verdient, der jemand es würdig ist, der Harkonsfänge vernichtet hat. Von diesem Tage an kennen wir euch als Inquisitor Erstau. Ich werde mich eures Geschenkes würdig erweisen, Saint Sonnenhaar. Ich kann euch nicht sagen, dass alle Avar Verbündete der Flachlande sein werden. Aber eure Geschichte wird überall in den Frostgipfeln erzählt werden. Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Gebt auf euch Acht. Es heißt, ihr wärt bei euch derjenige, der Recht spricht, Inquisitor. Falls ihr dazu bereit wärt, bitte ich euch, auch über Storwacker zu richten. Wie bitte? Als Kriegerin unseres Stammes hätte Storwacker eher sterben sollen, als sich in das abscheuliche Ritual zu ergeben, das Harkons Fänge geplant hatten. Es ist strittig, ob das Urteil in diesem Fall dem Auguren oder mir zufällt. Aber ihr seid hier und ich wäre euch dankbar. Ich nehme an, ich könnte dieses Urteil für euch fällen, wenn es dem Stamm hilft. Ach, Storwacker, möchtet ihr euch dem Stamm gegenüber für eure Taten rechtfertigen? Ich nehme an, sie bekommt mitunter ausgewählte Leckerbissen. Storwacker, es gibt eine Woche lang keine Leckereien. Gut. Fulna hätte ihr ohnehin nicht so viele Honigkuchen geben sollen. Vielleicht kämpft sie ja besser, wenn sie nicht ganz so fett ist. Inquisitor Erstau? Lasst uns die Unterhaltung vertagen. Das ist es. Von hier aus befehligt Samson seine Truppen. Ich kann ihn nirgendwo sehen oder hören. Ich auch nicht. Beim Erbauer, bitte sagt mir, dass er nicht geflohen ist. Thank you.
nahezu alles hier wurde bereits vernichtet. Samson muss seinen Templern befohlen haben, sein Hauptquartier zu zerstören, damit wir hier nichts mehr vorfinden. Mir leid, Löckchen. Irgendjemand hat sich... Hallo, Inquisitor. Ihr kennt mich? Das ist Maddox, Samsons Besänftigter. Irgendetwas stimmt nicht. Ich werde nach den Heilern schicken lassen. Das wäre vergeudete Zeit, Hauptmann Cullen. Ich habe meinen gesamten Bestand an Verderbniskappenessenz getrunken. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir wollten euch nur ein paar Fragen stellen, Maddox. Ja, und genau das konnte ich nicht zulassen. Ich habe das Lager niedergebrannt. Wir alle waren uns einig, dass es das Beste ist. Unser Tod gab Samson genug Zeit, um zu entkommen. Ihr alle habt euer Leben weggeworfen? Für Samson? Warum? Samson rettete mich, noch bevor er mich brauchte. Er gab meinem Leben wieder einen Sinn. Ich wollte helfen. Wir sollten das Lager durchsuchen. Vielleicht hat Maddox ja irgendetwas übersehen. Ein trostloser Ort, um zu sterben. Und vermutlich war es unter Samsons Kommando auch kein sonderlich schöner Ort, um dort zu leben. Welche Erinnerung habt ihr noch an Samson? An den Mann, der er früher war? Spielt das noch eine Rolle? Er war freundlich, trifft es einfach nicht mehr. Und doch ist Maddox gestorben, um ihm die Flucht zu ermöglichen. Samson scheint sich seine Loyalität also irgendwie verdient zu haben. Gibt es im Lager irgendetwas, das uns weiterhelfen könnte oder uns einen Hinweis auf Samson liefert? Schwer zu sagen. Alles, was ich sehe, sind Rauch und Asche. Wenn das hier Samsons Vorstellung von einer neuen Welt ist, halte ich mich lieber an euch. Wir können Maddox nicht hier lassen. Er sollte anständig beigesetzt werden. Ich sorge dafür, dass sich jemand darum kümmert. Wenn sogar Samson nur das Beste für Maddox wollte, sollten wir nicht dahinter zurückstehen. Ich werde mich hier weiter umsehen. Samson hat eine Nachricht hinterlassen. Sie ist an mich gerichtet. Wie lautet sie? Trinkt genug Lyrium? Und sein Lied offenbart die Wahrheit. Die Kirche hat uns benutzt. Ihr kämpft die falsche Schlacht.
Korypheus hat mich als sein General und sein Gefäß der Macht erwählt und weiterer ähnlicher Schwachsinn. Denkt er vielleicht, ich würde es verstehen? Was bildet er sich eigentlich ein? Lyriumfläschchen. Ausgeleckt bis auf den letzten Tropfen. Er trinkt es, er trägt es, er baut es an. Man kann nicht behaupten, Samson sei nicht mit vollem Eifer bei der Sache. Wie viel rotes Lyrium nimmt Samson eigentlich? Seine Resistenz dagegen muss unglaublich sein. Feuer nicht vollständig zerstören. Was auch immer das ist. Besänftigte entwerfen oft ihre eigenen Werkzeuge. Dagna sollte damit etwas anfangen können. Wenn Maddox sie verwendet hat, um Samsons Rüstung herzustellen, könnte sie sie vielleicht nutzen, um die Rüstung zu zerstören. Wir haben ihn. Die Vorkommen an rotem Lyrium wurden zerstört und wir haben den Roten Templern erhebliche Verluste zugefügt. Es ist ein Jammer, dass Maddox dachte, sein Opfer wäre die einzige Lösung. Aber so bleibt Samson jetzt nur noch eine deutlich geschwächte Armee und eine verzauberte Rüstung, die er nicht instandhalten kann. Ihr habt es geschafft. Wir haben beide dafür gekämpft, es möglich zu machen, also spielt euren Anteil daran nicht herunter. Nun, ich danke euch. Aber meine Arbeit ist noch nicht getan. Es treffen stündlich neue Rekruten ein. Und unter ihnen sind mehr als nur ein paar ehemalige Templer. Wir haben unseren Feinden einen Schlag versetzt und den Leuten Hoffnung gegeben. Das ist ein wahrer Sieg. Ich bin fertig, Inquisitor. Oh, unterhaltet ihr euch gerade? Tut mir leid, aber nehmt sie trotzdem. Ihr meint diese Rune? Das ist nicht einfach nur irgendeine Rune. Ich habe sie mit rotem Lyrium und den restlichen Werkzeugen des armen Maddox angefertigt. Die Rune wirkt auf die Medianrisse des Lyriums ein, um... Sie wird Samsons Rüstung zerstören. Er wird machtlos sein. Wir werden Korypheus, seines mächtigsten Generals, berauben. Maddox hat Samsons Spuren sorgfältig verwischt. Aber wohin er auch geflohen ist, wir werden ihn finden. Eure Armee steht bereit, Inquisitor. Für den Kampf gegen Samson... Gegen Korypheus, gegen was auch immer ihr befehlt. Ach, komm schon, Cram. Ich hab mir den Arsch abgearbeitet, um dir diesen Schritt zu zeigen. Du hast noch genug Arsch übrig, Häuptling. Euer Gnaden. Schön, dass ihr gekommen seid. Ich hab einen Brief von meinen Kontakten bei dem Ben Hasrat erhalten. Hab ihn schon mit Rotschöpfchen überprüft. Wollt ihr das unter vier Augen besprechen? Ich hab nichts von meinen Jungs zu verbergen. Außerdem muss ich jetzt irgendwas schlagen. Du weißt, dass sie Übungspuppen haben, Häuptling. Übungspuppen würden sich gegen den Schildschlag vermutlich zur Wehr setzen. Aber reden wir über diesen Brief der Ben Asrat. Was stand in dem Brief? Die Ben Asrat haben meine Berichte gelesen. Sie mögen Korypheus und seine Venatori nicht. Und rotes Lyrium... Mögen sie überhaupt nicht. Sie sind bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Mit euch, Boss. Die Kunari und die Inquisition. Im Kampf vereint. Das könnte eine mächtige Allianz werden. Mein Volk ist noch nie eine echte Allianz mit einer fremden Macht eingegangen. Das wäre ein großer Schritt. Sie haben von einer gewaltigen Schiffslage mit rotem Lyrium erfahren. Draußen vor der Küste. Sie wollen, dass wir gemeinsam zuschlagen. Angeblich schicken sie sogar eines ihrer Schlachtschiffe. Ich wollte schon immer mal eines dieser riesigen Kriegsschiffe in Aktion sehen. Hast du das gesehen?
Los, geh dich waschen. Sie wollen die Schmuggler nicht warnen. Also keine Armee. Meine Sturmbullen, ihr, vielleicht ein paar Mann als Unterstützung. Was bringt uns diese Allianz wirklich? Sie würden das Wort Allianz nicht benutzen, wenn es ihnen nicht ernst damit wäre. Seemacht. Mehr Berichte der Ben Asrat. Konari-Soldaten, die gegen die Venatori kämpfen. Das Ganze könnte viel Gutes bewirken. Ihr scheint nicht ganz glücklich darüber zu sein. Nein, mir geht es gut. Es ist nur... Ich bin es gewohnt, dass Sie da drüben sind. Es ist eine Weile her. Ich dachte, die Kunari wollen ihren Einfluss auf die ganze Welt ausweiten. Ja. Ich dachte nur nicht, dass ich es erleben würde. Wisst ihr, das Kun beantwortet viele Fragen. Vielen Leuten bietet es ein gutes Leben. Aber es ist eine große Veränderung. Und viele der Leute hier kämen mit dieser Art von Leben nicht sonderlich gut zurecht. Aber es ist ja nicht so, dass wir konvertieren. Das ist nur eine gemeinsame Anstrengung gegen Korypheus. Was das betrifft, sind wir uns einig. Ich denke, die Inquisition könnte ein wenig Hilfe von den Kunari gebrauchen. Gut. Ich informiere gleich Kallen und Rotschöpfchen. Wir können uns zusammensetzen, wann immer ihr bereit seid. Inquisitor, ihr ehrt uns mit eurer Anwesenheit. Dürfte ich euch und eurem Gast eine Auswahl unserer feinsten Käsesorten anbieten? Ich esse nicht. Nun gut, dann also nur eine Flasche weißer Gislain als Entree. Ich wünsche wohl zu speisen, euer Gnaden. Er hat mich gesehen. Sie alle sehen mich. Es freut mich, dass ihr es ihnen gestattet habt. Ich weiß nicht, ob ich das getan habe. Ich finde Leute, wenn ihr Schmerz sie verletzlich macht. Ich lindere den Schmerz, ich gehe, sie vergessen. Das hat mir genügt. Jetzt erinnern sie sich und ich bin mir nicht sicher, ob... Ah. Cole? Ich hatte euch doch von Rice erzählt, dem Magier, der mich sehen konnte. Meinem Freund. Er war lange Zeit mein einziger Freund. Evangeline hat mir gezeigt, dass auch Templer freundlich sein können. Doch selbst sie... Wenn es zu schmerzhaft für euch ist, müssen wir nicht darüber reden, Cole. Ihr seid freundlich. Ihr seht mich immer wieder in die Dunkelheit schreiten und macht euch jedes Mal Sorgen. Ich danke euch. Aber es geht nicht um sie. Es geht um... Als ich herausfand, dass ich kein Mensch bin, als ich mehr wurde, habe ich Rice verloren. Ich habe meinen einzigen Freund verloren. Deshalb hatte ich Angst davor, mich all diesen Leuten zu zeigen. Deshalb habe ich gelacht. Ihr lacht über euch selbst. Ja, diese Welt hat mich gelehrt, dass man seine Freunde verliert, wenn man sich verändert. Aber ich weiß jetzt, dass dem nicht so sein muss. Ich bin genug ich selbst, um zu wissen, dass das, was ich gefühlt habe, töricht war. Ist das nicht wundervoll? Es ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, Cole. Es könnte mir gefallen, menschlich zu sein. Was denkt ihr, lerne ich als nächstes? Inquisitor? Wie soll ich euch jetzt ansprechen? Mit Renier oder Blackwall? Ich habe mich an Blackwall gewöhnt. Vielleicht sollten wir es weniger als Name, sondern vielmehr als Titel betrachten. Ähnlich wie Inquisitor. Es wird mich daran erinnern, was ich sein sollte. Jeder braucht etwas, wonach er streben kann. So ist es. Freut mich, dass ihr es versteht. Nichts im Moment. Vielleicht später. Ich weiß. Dann bist du von der Mauer gesprungen,
Voth hat ihn mit Feuer attackiert und ich bin ihm in die Flanke gefallen. Du warst so tapfer. Hast ihn ordentlich vermöbelt. Ich konnte ihn nicht in eure Nähe lassen. Zu keinem von euch. Wir sind ein Team. Noch besser. Wir sind eine Abenteuergruppe. Heilige Scheiße! Wir sind eine Abenteuergruppe! Inquisitor, das hättet ihr sehen sollen. Dunkle Brut. Wir haben eure Flagge in der Mitte ihres verfluchten Horts gehisst und verteidigt. Ist er nicht gut? Er ist sehr gut. Wir sind besser als gut. Wir werden beweisen, dass wir eine Abenteuergruppe der Inquisition sind. Eure Gruppe, Inquisitor. Ich habe gesagt, ich zahle euch alles zurück. Und das werde ich. Braucht ihr irgendetwas oder wollt ihr nur die Aussicht genießen? Erzählt mir mehr von Bianca. Das kann ich nicht versprechen, aber fragt nur. Was wollt ihr wissen? Also, wie lange wart ihr beiden zusammen? Nun, wenn ihr es genau wissen wollt, überhaupt nicht. Normalerweise sind wir durch einen Kontinent voneinander getrennt. Wir schreiben uns Briefe und ab und an treffen wir uns. Keine Ahnung, ob wir dadurch zusammen sind. Scheiße. Seit wann geht das jetzt schon so? 15 Jahre. Toll. Jetzt fühle ich mich alt. Tausend Dank. Warum ist die Händlergilde eine solche Gefahr für Sie? Ehrlich gesagt ist sie eher eine Gefahr für mich. Eigentlich dürfen wir uns einander auf höchstens 300 Wegstunden nähern. Wenn die Gilde erfährt, dass wir zusammen gesehen wurden, friert sie mein Vermögen ein und dann lässt sie mich töten. Oder umgekehrt. Was in aller Welt habt ihr angestellt? Wir hätten beinahe einen Clankrieg angezettelt. Aber spielt das eine Rolle? Ich kann es ohnehin nicht mehr ändern. Woher kennt ihr Bianca? Die Frau meine ich, nicht die Armbrust. Ich habe sie vor Jahren kennengelernt, als sie noch in Kirkwall lebte. Ich suchte damals jemanden mit mechanischen Fähigkeiten. Bianca ist ganz ohne Zweifel die beste Schmiedin, die ihr je treffen werdet. Ich habe sie nicht mehr gesehen, seit sie geheiratet hat und nach Orlé gezogen ist. Bianca ist verheiratet? Irgendwie dachte ich, ihr hättet eine gemeinsame Vergangenheit. Biancas Eltern sind Kalner, Oberflächenzwerge, die so konservativ sind, dass sie nicht mal pissen gehen, ohne die Ahnen um Erlaubnis zu bitten. Sie haben einen Burschen aus einer Schmiedekaste für sie auserkoren. Wohlhabend angesehen, hat eine tolle Amboss-Sammlung, der perfekte Ehemann. Die Hochzeit soll traumhaft gewesen sein. Jedenfalls die, zu der Bianca gekommen ist. Also schön, seid ehrlich. Bianca hat eure Armbrust gebaut, oder? Ich meine, sie trägt immerhin ihren Namen. So einfach ist das nicht. Die Carter denkt, meine Bianca wäre der Zufallserfolg eines Erfinders, der nie ein zweites Exemplar zustande brachte. Wenn sie wüssten, dass noch jemand daran beteiligt war, jemand, der sie nachbauen könnte, das wäre übel. Ich kann also wirklich nicht über die Sache reden. Ich habe schon genug Blut an meinen Händen. Ich denke, das ist im Moment alles. Alles klar. Ich werde hier warten. Ihr habt hier bemerkenswert wenig über die frühe Geschichte Tevinters. All diese Geschenke an die Inquisition und das Beste, was dabei herauskommt, ist das Malefica Imperio? Triviale Propaganda. Sucht man allerdings 20 Bände über den sonntäglichen Stuhlgang der göttlichen Galatea, wird man hier mit Sicherheit fündig. Wenn ich wüsste, wonach ihr sucht, könnte ich euch vielleicht helfen. Ihr? Das glaube ich kaum. Ich entschuldige mich, das war unangebracht. Habt ihr hier etwas von Genitivi gesehen? Ich hätte schwören können... Worum geht es hier, Dorian? Als die anderen zurückkehrten, haben sie uns erzählt, wie ihr in den tiefen Schlund gestürzt seid. Ihr seid ins Nichts gegangen, körperlich. Geht es euch gut? Stroud ist fort. Das Nichts ist schon unter normalen Umständen eine Tortur. Das einzig Reale dort zu sein, ist unbeschreiblich. Dass ihr es überhaupt geschafft habt, wieder herauszukommen, ist ein Wunder. Euch ist aber schon bewusst, dass seit über 1000 Jahren niemand so etwas vollbracht hat.
Korypheus und seine Zeitgenossen haben das Nichts betreten und dadurch die Verderbnisse in Gang gesetzt. Im Vergleich dazu... Das ist nicht unbedingt tröstlich, Dorian. Das sollte es auch nicht sein. Wenn ihr das Nichts betreten könnt, werden andere versuchen, es euch gleichzutun. Wer weiß schon, welche Geheimnisse Korypheus enthüllt hat. Und nicht alle von ihnen werden so viel Glück haben wie ihr, was sie dabei entfesseln könnten. Wollt ihr meinen Rat? Bewahrt darüber Stillschweigen. Lasst sie spekulieren. Zu viele werden dies als eine Herausforderung betrachten. Das ist eine gute Idee. Es gibt auf dieser Welt schon genügend Schwachköpfe, die glauben, dass sich ihre Probleme in Luft auflösen, wenn sie nur genug Blutmagie einsetzen. Und das ist etwas, was ich in meiner Heimat beenden will. Das brauche ich nicht. Was ich allerdings brauche, ist ein Exemplar des Liberalum. Ich könnte wetten, dass ich darin Korypheus richtigen Namen finde. Was, wenn ich beweisen kann, dass er nur ein geltungssüchtiger Kläffer ohne nennenswerte Familie war? Sein Glanz würde ziemlich schnell verblassen. Wünscht mir Glück. Liliana gab mir die Nachricht, die mir der Held von Ferelden hinterlassen hat. Sie hat vielleicht nicht mal das Siegel erbrochen. Ein Jammer. Schließlich hätte sie Dinge erfahren können, die selbst einer Orlesianerin die Schamesröte ins Gesicht treiben würden. Und? Ist sonst noch was? Ich wüsste gern mehr über euch. Ah ja, zum Beispiel, woher diese seltsame Frau kommt, die sich in die Inquisition eingeschlichen hat? Ich war einmal eine Abtrünnige, die fernab des banalen Einflusses der Kirche in der Korkari-Wildnis lebte. Dann kam die fünfte Verderbnis mit ihrer dunklen Brut und ich verließ Ferelden, um an den kaiserlichen Hof zu gehen. Die Adeligen in Orlais sind sicher ausgesprochen erleichtert, dass ich jetzt hier bin. Ihr wart während der Verderbnis in Ferelden? Die Verderbnis nahm in der Korkari-Wildnis ihren Anfang, insofern ja. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen. Für eine gewisse Zeit kämpfte ich sogar an der Seite des Helden von Ferelden. Es war sein Verdienst, dass die Verderbnis besiegt wurde. Wir kamen uns nahe. Näher, als ich es je für möglich gehalten hätte. Als ich ging, folgte er mir. Und danach kam ich nach Orlais. An den letzten Ort, an dem er mich suchen würde. Jedenfalls war das meine Hoffnung. Es ist erstaunlich, dass eine Abtrünnige so... frei leben konnte. Ja, das irritiert alle, die erwarten, dass sich Abtrünnige in irgendein Loch verkriechen. Ich stehe vor ihnen und frage sie, wozu ich irgendeinen Kirchenmagier brauchen sollte, der mir erklärt, wie ich meine Macht kontrollieren kann. Würden sie nachts besser schlafen, wenn sie mich an die Leine nehmen? Egal, ihr Wohlbefinden interessiert mich nicht. Natürlich hilft es, mächtige Freunde zu haben. Jemanden wie euch würde man am Orlesianischen Hof gar nicht vermuten. Das war eigentlich auch der Sinn der Sache. Ich wusste, dass sich die Kaiserin für alles Arkane interessiert und ich Antworten auf Fragen hatte, die kein Kirchenmagier beantworten konnte. Wir passten perfekt zusammen. Ich wurde ihre Ratgeberin und sie gewährte mir als meine Gönnerin Zuflucht. Aber lange hätte unser Arrangement wohl nicht mehr gehalten. Es gab einfach zu viel Gerede, selbst für Selene. Erzählt mir mehr über euren Sohn. Er ist ein ganz besonderes Kind. Besonders? In welcher Hinsicht? In jeder Hinsicht. Anfangs war Kieran ein Mittel zum Zweck. Doch als er heranwuchs... Ich habe mich nie als Mutter gesehen, Inquisitor. Schließlich hatte ich kein gutes Vorbild, dem ich hätte folgen können. Aber mittlerweile erkenne ich mich selbst kaum wieder. Ich lasse euch dann mal alleine. Natürlich. Ich nehme an, eure Truppen werden in Kürze in die Arbor-Wildnis aufbrechen, Inquisitor. Glaubt mir, wenn ich euch eines sage. Egal, wo der Illuvien versteckt ist, ihr müsst mit allen Mitteln verhindern, dass er Korypheus in die Hände fällt. Ihr scheint viel über die Überlieferung der Elfen zu wissen. Nicht nur die Delisch interessieren sich für die ferne Vergangenheit, Inquisitor. Tatsächlich kann ich dank meiner Fähigkeiten Orte aufsuchen, von denen die Delisch nicht einmal zu träumen wagen. Die Altelfen hüten Geheimnisse, die sie bis heute nicht preisgegeben haben.
Geheimnisse über die Gründung von Thedas selbst. Deshalb interessieren sie mich umso mehr. Und Korypheus geht es offenbar ähnlich. Nun, da ihr die Inquisition aus der Nähe gesehen habt, welchen Eindruck macht sie auf euch? Es ist erstaunlich, was ihr geschaffen habt. Das muss ich euch lassen. Liliana hat ein Netzwerk von Spionen aufgebaut, das Thedas noch nicht gesehen hat. All das ist euch in kürzester Zeit gelungen. Ihr habt nur durch eure Leidenschaft etwas Großes erschaffen. Aus dem Nichts. Ich wüsste zu gern, ob Korypheus wusste, was er in Gang setzt und wohin das alles führen wird, wenn er nicht mehr ist. Über die Zukunft mache ich mir Gedanken, wenn wir ihn besiegt haben. Wenn uns das gelingt, liegt euch die Welt zu Füßen. Mehr oder weniger. Wer hoch fliegt, kann tief fallen, Inquisitor. Wenn das hier vorbei ist, werden viele versuchen, euch zu stürzen. Ich lasse euch dann mal alleine. Natürlich. Es wird Zeit, unseren nächsten Angriff zu planen. Wie steht es um die Inquisition? Unser Bündnis mit Orlais hält. Fürs Erste. Sie schicken Truppen, wenn ihr es wünscht. Und dank eures Eingreifens in Adamant hat Korypheus sein Dämonenheer verloren. Mit den Truppen aus Orlais sind wir ihm ebenbürtig. Korypheus Gefolgsleute dürften bereits in Panik geraten. Das sagen auch meine Spione. Unsere Siege haben seine Anhänger erschüttert. Wir haben ihren Gott zweimal besiegt. Korypheus dürfte ziemlich wütend sein. Wo ist er jetzt? Nach Adamant hat Korypheus seine wichtigsten Stützpunkte in Marsch gesetzt und nach Süden in die Arbor-Wildnis geschickt. Seine Armee war nicht auf einen Rückzug vorbereitet. Unsere Siege haben sie in die Defensive gedrängt. Sie haben Thedas lange genug terrorisiert. Legen wir ihnen das Handwerk. Wenn sich Korypheus in der Arbor-Wildnis versteckt, ist sie unser Ziel. Aber was macht Korypheus in einer so abgelegenen Gegend? Seine Leute durchstöbern seit Haven elfische Ruinen. Wir glauben, er sucht nach mehr. Was er zu finden hofft, wissen wir allerdings noch immer nicht. Was niemanden überraschen sollte. Glücklicherweise kann ich helfen. Ich bin ganz Ohr, Lady Morrigan. Was Korypheus in diesen vergessenen Wäldern sucht, ist ebenso alt wie gefährlich. Das da wäre. Ich denke, das sollte ich euch zeigen. Das ist ein Illuvien. Ein Elfenartefakt aus einer Zeit, lange bevor ihr Reich der Gier der Menschen zum Opfer fiel. Ich habe diesen hier mit großem Aufwand wiederhergestellt, aber in der Arbor-Wildnis gibt es noch einen. Das ist es, was Korypheus sucht. Er ist auf seine Art schön. Ich bin auf Legenden über einen unversehrten Elfentempel in der Arbor-Wildnis gestoßen. Da es zu gefährlich war, sich dem Tempel zu nähern, suchte ich meinen Schatz an einem anderen Ort. Falls Korypheus nach Süden zieht, könnte er Erfolg haben, wo ich scheiterte. Dann würde der Illuvien ihm gehören. Was bewirkt er? Weitaus interessanter ist doch die Frage, wohin führt er? Wenn dieser Ort einmal einen Namen hatte, ist er längst vergessen. Ich nenne ihn den Kreuzweg. Ein Ort, an dem alle Illuvien zusammentreffen, egal wo sie sind. Dieser Ort ist außergewöhnlich. Wie kann er überhaupt existieren?
Wer weiß das schon? Vielleicht wurde er aus den Fasern von Raum und Zeit gewoben. Die Altelfen haben keine Straßen hinterlassen, nur verborgene Ruinen in entlegenen Winkeln der Welt. So reisten sie zwischen ihnen hin und her. Wie ihr seht, sind die meisten spiegelblind. Zerbrochen, verderbt oder unbrauchbar. Was die übrigen angeht, einige können von dieser Seite geöffnet werden. Allerdings nur wenige. Wie habt ihr von diesem Ort erfahren? Meine Reisen haben mich an viele seltsame Orte geführt, Inquisitor. Eines Tages führten sie mich hierher, in diese Zuflucht. Zuflucht? Nicht alle Spiegel führen zurück in unsere Welt. Wenn die Alten etwas waren, dann erfinderisch. Wenn sie nicht in unsere Welt zurückführen, wohin dann? In Zwischenwelten. Orte wie diesen. Besser kann ich es nicht beschreiben. Vorübergehend fand ich hier Ruhe mit dem Mann, den ich liebte. Vorübergehend war dies ein sicherer Ort, um meinen Sohn aufzuziehen. Aber nur vorübergehend. Man kann nicht ewig in der Zwischenwelt bleiben. Was meint ihr mit, einige können von dieser Seite geöffnet werden? Einige Illuvien sind unverschlossen, wie Türen, die versehentlich offen stehen. Alle anderen sind verschlossen. Sie können nur von der anderen Seite geöffnet werden. Und wie? Mit einem Schlüssel. Und vermutlich habt ihr einen solchen Schlüssel. Der Schlüssel kann vielerlei sein. Jeder Illuvien ist anders. Ich verfüge über Wissen und Macht. Für gewöhnlich reicht das. Korypheus will hierher. Das hier ist nicht das Nichts, aber es ist sehr nahe. Jemand mit genügend Macht könnte die alten Barrieren mühelos einreißen. Und das Nichts körperlich betreten, so wie es Korypheus mit dem Anker tun wollte. Er hat wie ich in der Arbor-Wildnis von dem Illuvien erfahren. Nun führt er den Rest seiner Truppen an, um ihn zu bekommen. Dank euch ist Korypheus verzweifelt, Inquisitor. Wir müssen zusammenarbeiten, um ihn aufzuhalten, und zwar schnell. Ihr lenkt mich ziemlich ab, wisst ihr das? Ich hatte gehofft, wir könnten ein wenig Zeit miteinander verbringen. Das wäre wundervoll. It is difficult to bear what happened here. You walked out of the Fade, and our soldiers found you. The only one who escaped a blast that killed thousands. And you have no idea how you survived? At this moment, you are the only threat I see. The world is tearing itself apart, but they say I can stop this. We call it the Breach. It grows larger with each passing hour. Unless we act, it will swallow the world. Might want to watch yourself. Raining demons out here. We will close the breach. We will find those responsible and we will restore order. Whatever we were before, we are now. The Inquisition.